Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit einem neuen Let's Play-Projekt, und zwar Stardew Valley. Der Koop-Modus ist heute erschienen und das werde ich mit zwei anderen Leuten zusammenspielen. Allerdings werde ich jetzt nur separat mal kurz das Intro aufnehmen und erklären, wie wir das Ganze aufnehmen. Denn wir werden es nicht wie bei GTA machen, wo wir so zack und zack so Splitscreen haben. Mir fiel das Wort echt nicht ein. Das ist eine Scheiße. Sondern ich werde es so machen, dass wir immer von einem von uns dreien das Spiel zu sehen bekommen. Und ich check mal kurz, wie... Ich denke, es ist noch ein bisschen zu laut. Ich gucke einfach mal. Ich sehe das ja, wie laut das Spiel ist und dementsprechend würde ich es noch anpassen. Ja, wir werden immer nur eine Sicht von uns sehen, weil ansonsten wird man kaum was erkennen. Gut, ich kann das so schon starten. Und ich werde natürlich einen weiblichen Charakter nehmen, weil alle nehmen immer männlich und das, ne? Ist eine schöne Hautfarbe. So, die Haare. Weiß natürlich schon, wie der Charakter aussehen soll. Hey, komm. So, zack, die Haare schön rot. In einem... Ja. Das aus. Ja, ganz hell. So, so lassen wir das einfach mal. Hemd. Ja, das Hemd würde ich gerne haben. Oder haben wir noch ein schöneres? Nehmen wir das, das sieht besser aus. AT-Hof. Und ich mag gerne, sollten eigentlich alle wissen, Milch. So, ich habe leider eine Katzenallergie, deshalb nehme ich meinen Hund. So, und Flussberghof, Waldhof. Der Wald limitiert deine Hoffläche. Allerdings findest du die Schätze der Wälder direkt vor deiner Haustür. Bergspitzenhof, Standardhof. Fläche, dein Hof. Ich würde tatsächlich mal dazu neigen, dass wir den Waldhof nehmen. Moment, ich frage mal nach, wie die dazu stehen. So, dann bin ich auch wieder zurück. Und, einer meiner Mitspieler meinte, yo, nehmen wir den. Da sind ein paar Probleme gelöst. Und doch einfach mal den. So, alle Einstellungen sind richtig. Okay. Und für meine ganz besondere Enkelin. Ich möchte, dass du diesen versiegelten Umschlag bekommst. Nein, öffne ihn noch nicht. Hab Geduld. Jetzt hör mir zu. Der Tag wird kommen, an dem du dich von der Last des modernen Lebens erdrückt fühlen wirst. Deine Seele wird von der wachsenden Leere eingenommen. Wenn das passiert, meine Liebe, wirst du bereit für dieses Geschenk sein. Nun, lass Opa sich ausruhen. XX Jahre später. Die Bezeichnung XX gefällt mir nicht so wirklich. Soja, work, rest. Wir sollen arbeiten. Sieht das eklig aus mit der Zunge. Life's better with Jojo. Es ist so... Jojo ist es. Ja. Einfach ziemlich erschöpft. Ah. Lieber Ranoa. Wenn du das hier liest,
dann wirst du eine Veränderung bitter nötig haben. Das gleiche ist auch mir vor langer Zeit passiert. Ich habe vergessen, was im Leben wirklich wichtig ist, nämlich Verbundenheit mit anderen Menschen und der Natur. Also habe ich alles aufgegeben und bin an den Ort gegangen, an den ich wirklich gehöre. Ich habe den Vertrag zu jedem Ort beigelegt. Mein ganzer Stolz. Etiof. Er liegt im Sterntautal an der südlichen Küste. Er ist der perfekte Ort, um mit deinem neuen Leben zu beginnen. Es war mein kostbarstes Geschenk und jetzt gehört es dir. Ich bin mir sicher, du wirst den Familiennamen ehren. Mein Liebes. Viel Glück. In Liebe, Opa. P.S. Wenn Louis noch lebt, sag dem alten Kerl Hallo von mir. Ja. Machen wir, Opi. Machen wir doch. Sieht einfach so gut aus für ein Indie-Spiel. Wie gesagt, ich glaube, der Typ hat das auch alleine gemacht, das Spiel. Aber nicht hundertprozentig sicher. Jetzt sieht man Leute, wenn sie bei mir ankommen, das ist natürlich doof, das muss ich ausblenden. Ich bin mir nicht sicher, ob die das so unbedingt wollen. Hallo, du musst Ranoa sein. Ich bin Robin, die hiesige Schreinerin. Bürgermeister Louis hat mich geschickt, um dir den Weg zu deinem neuen Zuhause zu zeigen. Er ist gerade dort und räumt ein wenig für deine Ankunft auf. Der Hof ist dort drüben. Folg mir einfach. Sieht alles sehr brachig aus. Das ist Atihof. Dein Hof. Was ist los? Klar, er ist ein wenig verwildert, aber unter dem Durcheinander befindet sich guter Boden. Mit ein wenig Fleiß hast du hier im Nu Ordnung geschaffen. Und hier sind wir, dein neues Zuhause. Ah, unser Neuankömmling. Willkommen, ich bin Louis, Bürgermeister der Stadt Pelikan. Jeder hat schon nach dir gefragt. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass jemand Neues einzieht. Ein ziemlich großes Ereignis. Also, du ziehst in die alte Hütte deines Großvaters ein. Es ist ein gutes Haus, sehr rustikal. Rustikal, so kann man es vielleicht auch sagen. Schäbig wäre wohl ein wenig passender. Unhöflich! Kleine Textblasen, wie cool. Hör nicht auf Siranur. Sie will dich nur beeinflussen, damit du ein paar ihrer Verbesserungen für das Haus kaufst. Jedenfalls, du bist sicher müde von deiner langen Reise. Du solltest dich ein wenig ausruhen. Morgen erkundest du dann am besten ein wenig die Stadt und stellst dich den anderen vor. Das wissen sie sicher zu schätzen. Oh, fast vergessen. Falls du irgendwas zu verkaufen hast, leg es einfach in die Box hier. Ich komme dann in der Nacht vorbei und nehme es mit. Und viel Glück. Okay. Somit beginnt unser erster Tag. Und der Spielfortschritt wird... schön aus. Ich habe einen kleinen Bonsai hier und... ich habe versehentlich hier rumgehackt. Du hast 15 Samen für Pastinaken erhalten. Hier. Ich gebe dir den Schloss vielleicht an. Ja, danke. Bonsai-Baum. Lass ich jetzt einfach mal hier stehen. Sieht schön hier drin aus. So, und damit ein Willkommen zurück. Ja, mein Charakter sieht jetzt ein bisschen anders aus, weil es war im Intro. Ich bin jetzt allerdings nicht mehr alleine. Mit dabei sind einmal der Neon. Hi. Und der Ruffy. Guten Tag.
Ich habe Pastinaken erhalten. Wunderbar, ich freue mich. Du hast 15 Samen für Pastinaken erhalten. Hier eine Kleinigkeit um den Start. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das schneide, aber ich habe die Farm nochmal von Anfang an gestartet. Wie man, das sieht man eigentlich so nicht, wie es vorher aussah. Und hier stehen die Häuser von den beiden. Ich habe keine Ahnung, wer aus welchem Haus rauskommt. Hi, ich kam aus diesem Holzding hier. Und ich habe diesen Stein. Haus. Okay, das sind eure Häuser, die dürft ihr euch mal merken. Und ich werde das Ganze hier ab jetzt mit Gamepad spielen. Das ist doch ein bisschen angenehmer. So, bei was spielen wir? Was ist? Bei mir im Haus sieht es sehr weihnachtlich aus. Das ist eine andere Map. Das ist die Wald-Map, die wir spielen. So, Stardew Valley hat jetzt die Multiplayer Open Beta bekommen. Open Beta einfach nur Beta, ne? Open die Beta bekommen und die spielen wir jetzt natürlich. Wir versuchen mal so circa 2 Jahre durchzuhalten und ob es dann noch weitergeht, das sehen wir ja dann. So. Was versprecht ihr euch denn von der Beta, von dem Multiplayer Dings? Macht und Reichtum. Ja. Ich spiele das ja nebenher auch noch mit ein paar anderen Leuten und an sich habe ich schon relativ viel Spaß dabei und ich hoffe mir natürlich, dass es hier im Let's Play genauso viel Spaß macht mit ganz vielen tollen Zuschauern. Controller-Vibration, so. Raffi hatte zudem eine Idee, was wir noch mit dem Projekt machen können bezüglich Streams und so weiter. Ja, ich hatte so die Idee, dass man so ab und zu mal, also nicht immer, Events starten. Und zwar, dass jeder einen Stream startet bei Twitch. Und dann können alle Zuschauer bei denjenigen, wenn man Bock hat, zuschauen. So mit Katka, meint er. Genau. Das ist eine Idee. Aber da müssen wir erstmal gucken. Ich weiß auch noch gar nicht, in was für Intervallen ich das hochlade. Und wir sollten uns eventuell, beziehungsweise ich gehe mal langsam in die Stadt und hole mal so Gurkendinger noch. Könnt ihr ja mal versuchen, da irgendwie ein Feld anzubauen. Dass wir da auch mal die Sachen anpflanzen können. Ich würde sagen, wir machen ein gemeinsames Feld, oder? Mhm. Das Problem hier ist halt, dass wir uns die Geldbörse teilen. Wir müssen halt so gucken, wie wir Geld ausgeben. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Rucksack aussieht. Hallo, du. Hallo, es ist nett, dich kennenzulernen. Ja, danke, Lee. Wir müssen alle einzeln den Rucksack kaufen. Okay, Ruffy bewirft mich mit Holz. Ja. So, ich kaufe mal Bohnensetzlinge. Wie viel nehmen wir denn mal mit? Die wachsen nach 10 Tagen nochmal. Ich würde sagen, wir nehmen 5 mit. Ich nehme mal 5 mit. So, dann haben wir noch 200. Dann bewege ich mich weiter zurück. Wir haben leider noch kein Düngemittel. Das kommt noch. Brief. Ich weiß, ich habe schon ein bisschen gespielt. Gut. Ich dachte, das Spiel wäre brandneu für dich. Kappa. Fast. oh, was ist das denn? Das sind. Ja, haben hier noch ein paar freie Felder für deine Parsnip später. Genau. So, sehr gut. Wollte ich eigentlich nicht so. Wie gesagt, das Spielfenster, das switche ich ab und zu mal hin und her und dann sieht man ja, was die anderen immer so gemacht haben zu dem Zeitpunkt. Wie viel habe ich von dem? Ich habe 5 geholt. Okay, jetzt packe ich das da erstmal. Flop, dass wir schon ein bisschen was verkauft haben. Du hattest mir von einem Bug erzählt, Neon, wegen der Tagesendabrechnung. Genau. Da kann es passieren, dass das Spiel crasht, wenn ein Nicht-Host zu früh auf OK drückt. Beziehungsweise wenn er auf OK drückt, werden die anderen Spieler, beziehungsweise wenn der Host noch in der Abrechnung quasi rumsurft. Okay. Das heißt, da sollten wir in der Möglichkeit schauen, dass wir gleichzeitig OK drücken. Das ist ja ganz vorteilhaft. Mhm. Sonst muss halt einer immer wieder neu joinen. Das wären natürlich zeitaufwendig und. Also erstmal warten, immer bis der Host OK drückt. Gut. Nee, ich habe es so verstanden, dass ihr warten müsst, dass ich warten muss, bis ihr mit dem Resultatdingens fertig seid und dann erst OK drücken darf.
Wir sollten nach Möglichkeit gleichzeitig OK drücken. Das ist am einfachsten. Okay. Ich kann nichts machen, ich bin erschöpft. Wow. Ja, das ist halt eine Sache, die sehr schnell geht. Aber dafür kriegen wir das Ding hier jetzt auch dreimal so schnell sauber von allem. Eine Sache, die mir gar nicht gefällt, ist das mit dem Männchen anreden. So diese Quest dort. Ja. Diese sagt hallo, 3 von 28 Leuten habe ich gegrüßt, ihr vielleicht nur 2 von 27 oder so. Ach, 2 von 27. Ja, dass er nicht ganz synchron ist. Das Ding ist halt, es muss sich jeder Spieler einzeln vorstellen, das ist ja schon mal klar und das ist auch gewollt. Nur, dass halt beim Host immer 28 sind und bei allen anderen 27 ist halt komisch. Ja, das darauf habe ich angespielt. Die Feste, die können wir starten, wenn wir so zusammen alle angehen. Aha. So kleiner. Wie, hier wachsen keine Frühlingszwiebeln. Geistert das wahrscheinlich jetzt gerade irgendwo rum? Ja, da unten beim Fluss, wo normalerweise Frühlingszwiebeln sind, sind keine. So, und ihr wundert euch bestimmt, da läuft ja Harvest Moon Musik von PlayStation 1. Ja, ich habe ein bisschen Musik hier eingespielt, weil die Musik, die sonst da ist, die hört irgendwann auf und das ist dann... Dann hat man immer so eine dumme Stille. Und ich mag Harvest Moon Musik, die ist cool. So, jetzt möchte ich kurz eine Sache, interessiert mich mal, Karte. Ich kann tatsächlich sehen, wo Neon gerade rumgurkt auf der Karte. Echt krass. Bei der Bruchbude bist du ganz da unten. Ich klaue hier gerade Gras. Er klaut Gras, Vorsicht. So, ich gehe dann schon mal ins Bett. Warten auf andere Spieler. 1 von 3. Und genau an dieser Stelle switcht er auf eine andere Perspektive. Mal gucken. Und hier sehen Sie einen anderen Spieler mit Harvest Moon Musik. Da die Tonspur ja von meinem Video bleibt, wird auch alles immer mit Musik und so weiter synchron sein. Ich brauche die Tonspur von euch beiden halt nur, damit ich wirklich das Video synchron halten kann. Ansonsten schalte ich die dann stumm. Ach, klappt schon. Habe ich ja eh grundsätzlich an. Mhm. Hab zwar keine Energie mehr, aber dafür reicht's noch. Ich musste mal komplett ohne Energie vom Strand aus zurück zum Haus. Ey, das hat gedauert. Oh. Das macht Spaß. Da kommt Freude auf. Aber hallo. Früher konnte man Stardew Valley zwar auch schon im Multiplayer spielen, allerdings nur mit einer Mod. So, und jetzt sind wir in der Tagesabrechnung. Das lassen wir alles mal durchlaufen. Und ich könnte auf OK drücken. Okay. Was sagt Ruffy dazu? Ja. Dann 3, 2, 1, okay. Day 2 of Spring, Year 1. Ich hab's übrigens auf Deutsch gestellt. Bei mir ist es abgestürzt. Ruffy ist gegangen. Der Erste, der schon weg ist. Ja, das geht schnell hier, du. Das Spiel ist abgestürzt oder bist nur rausgeflogen? Das Spiel ist abgestürzt. Dann hast du wahrscheinlich nicht schnell genug oder zu früh, wer weiß. Ja. Ich glaube, wenn du Escape drückst, haben wir dann gemeinsame Pause oder nicht so? 6.30 Uhr haben wir jetzt. 6.40 Uhr, irgendwas musste man machen, damit die man. Zeit verticken. Damit man auch Pause hat bei allen. Moment, ich guck mal, ob ich. Aber ins Pausemenü. 6.50 Uhr, das konnte man irgendwie einstellen. 7 Uhr. Egal, wir machen schon mal weiter. Willy ist zurück von einem Fishing-Trip. Raffi, wie sieht's aus? Ja, kannst du mich einladen. Das müsstest du dann halt schneller sagen, weil hier vergeht halt dann die Zeit, während wir auf dich warten. Du solltest eigentlich auch nachjoinen können, wenn es entsprechend eingestellt ist. So, eingeladen habe ich. Brief. Hallo, bin gerade von einem Angeltrip zurückgekommen. Du solltest mal am Strand vorbeikommen. Ich habe etwas für dich, Willi. Okay. Der Willi, der will's wissen. Willi will's wissen.
Also, ich weiß jetzt nicht, in welcher Sprache Ruffy das Spiel spielt, aber... Deutsch. Um Verwechslungen auszuschließen, mein Spiel ist auf Englisch. Weil ich die englische Textausgabe ein bisschen schöner finde. So, ich renne direkt mal zum Strand. Ja, die Angel holen. Oder ich renne da hoch. Was das auch Ding ist, es kann nur einer gleichzeitig die Cutscene machen. Just saying. Mhm. Weiß noch, dass Ruffy unser Fischbeauftragter war, damals, als wir das mit der Mod gespielt hatten. Ja. So, der Strand ist hier die Brücke runter. Also ich muss jetzt warten, bis... Ja, ich damit fertig bin mit der Cutscene. Okay. Wir können so lange in der Stadt rumhängen. Alles klar. Und mit den Leuten reden könnt ihr auch. Stimmt, wir haben uns ja noch nicht vorgestellt. Genau. Wir sind alle scheiße zu den Leuten. Nö. Hi, Maru. Nö, bei mir ist... Oh, Maru, hallöchen. Hab gehört, es gäbe den Neuling in der Stadt. Gut, dich endlich kennenzulernen. Bei mir ist doch auf Englisch gut, ne? Ich versuche immer noch ein wenig abzuschalten nach einem ganzen Monat auf der Salzken See. War ein ziemlich großer Fang. Hab eine Menge gute Fische verkauft. Endlich genug gespart, um mir eine neue Angel zu leisten. Hier, du kannst meine alte haben. Mir ist es wichtig, dass die Kunst des Fischens nicht in Vergessenheit gerät. Hm. Und hey, vielleicht kaufst du hin und wieder mal was von meinem Laden. Okay, wie ist ihr da reingekommen? Ich hab die Tür gerechtsklickt. Ja, hab ich auch. Bei mir passiert nichts. Die Tür ist bei mir unsichtbar. Hier im Tal gibt's gutes Wasser. Alle möglichen Fische. Oh ja, mein Laden ist jetzt wieder offen, also komm vorbei, wenn du Vorräte brauchst. Ich kaufe auch alles, was du fängst. Wenn's stinkt, verkauft sich's bestimmt. Das hat mein alter Vater zumindest immer gesagt. Naja, die alten Väter, wenn die was sagen. So, ich hab die Angel, bei mir ist zu Ende. So, oh, ich hab nur noch 12 Dollar, ey. Ja, haben wir alle nur, weil ich Parsnips gekauft habe. So, Information am Rande, die Mülleimer sind für jeden Event individuell gefüllt oder nicht gefüllt. Okay. Wow. Ich habe hier gerade spontan ein Buch aus dem Boden geholt, wo so ein Wurm war. Sehr schön. Du hast ein verlorenes Buch gefunden. Die Sammlung der Bibliothek wurde erweitert. Huch, hallo, wer bist du denn? Das ist der Elliot. So, die Hallo-Texte, die lesen wir jetzt nicht extra vor. Für die Brücke brauchen wir 300 Holz, dann können wir diese reparieren. Kriegen wir bestimmt zusammen. Irgendwann. Irgendwo. Irgendwie. Habe ich das Buch nicht mehr im Inventar? Verschwinden die Bücher automatisch aus dem Inventar? Die sind schon immer automatisch in die Bücherei gekommen. Ach so, okay. Ich werde jetzt... und Tama hier durch die Stadt laufen und versuchen, irgendwelche Leute zu grüßen, wenn ich welche sehe. Was macht ihr denn gerade? Leute grüßen. Ah. Leute grüßen. Okay. Wir gehen nochmal zum Strand für die Cutscene. Danach kann Ruffy. Okay. Hallo. Oh, hallo, ich bin Gus. Na, du bist der Gus. Ich glaube, die einzelnen Leute... Ach, egal. Vorlesen, wie gesagt, muss man nicht. Ich klicke die Texte einfach durch. Ihr könnt bei euch die Cutscenes ja wegmachen, wenn ihr wollt. Da gibt es ja dieses Pfeilsymbol da unten.